Ich lese Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet der Stiftung Warentest. Das ist dieses Buch. Und im Kapitel Augen bin ich angekommen bei Erkrankungen der Makula. So heißt der Abschnitt und es geht um die bewerteten Medikamente und Wirkstoffe. Es gibt zwei geeignete Wirkstoffe. Die sind grün bewertet und einen gelb bewerteten mit Einschränkung geeigneten Wirkstoff. Und die gehören alle in die gleiche Kategorie von Medikamenten und werden auf einmal vorgestellt. Und ich lese jetzt einfach vor. Das ist ein etwas längerer Abschnitt. Der ist über eine Seite lang. Hemmstoffe von Wachstumsfaktoren, in Klammern zur Injektion ins Auge, Klammer zu. Alle hier genannten Wirkstoffe hemmen die Wirkung eines speziellen Eiweißes, das zum Beispiel die Bildung von Blutgefäßen anregt oder die Durchlässigkeit der Wände der Blutgefäße beeinflusst. Alfibercept und Ranibizumab, die Bewertung grün. Geeignet bei altersbedingter feuchter Makuladegeneration, um die Sehschärfe zu stabilisieren oder zu verbessern, sowie zur Verbesserung der Sehschärfe bei Flüssigkeitsansammlung in der Makula infolge eines Diabetes und beim Verschluss von Netzhautvenen. Ob die Betroffenen durch die Behandlung ihren Alltag besser bewältigen können, müssen weitere Studien zeigen. Begabtanib, die Bewertung gelb, mit Einschränkung geeignet bei altersbedingter feuchter Makuladegeneration, um die Sehschärfe zu stabilisieren oder zu verbessern. Nur wenn Ranibizumab oder Alfibercept nicht angewendet werden können. Ob die Betroffenen durch die Behandlung ihren Alltag besser bewältigen können, müssen weitere Studien zeigen. Jetzt gibt es einen längeren erläuternden Text. Alfibercept und Ranibizumab werden sowohl zur Behandlung der altersbedingten feuchten Makuladegeneration als auch zur Verbesserung der Sehschärfe beim Makulaödem aufgrund von Diabetes und beim Verschluss einer Netzhautvene eingesetzt. Ihre therapeutische Wirksamkeit in diesen Anwendungsbereichen ist belegt. Nach einer zweijährigen Behandlung mit Ranibizumab blieb die Sehschärfe bei etwa 90 von 100 Personen mit feuchter Makuladegeneration bestehen oder verschlechterte sich nur leicht. Bei einer Scheinbehandlung war dies nur bei ca. 60 von 100 der Fall. Studien zufolge ist Alfibercept mindestens ebenso gut wirksam wie Ranibizumab. Pegabtanib wird die altersbedingte feuchte Makuladegeneration. Mit Pegabtanib wird die altersbedingte feuchte Makuladegeneration behandelt. Mit Begabtanib wird die altersbedingte feuchte Makuladegeneration behandelt. Die Verbesserung der Sehschärfe ist mit der Arznei deutlich geringer als nach der Anwendung von Ranibizumab. Sein Einsatz sollte auf Personen beschränkt bleiben, bei denen Alfibercept oder Ranibizumab zur Behandlung der feuchten Makuladegeneration nicht angewendet werden kann. Neben den genannten Wirkstoffen, die für die Behandlung von Makulaerkrankungen zugelassen sind, wird auch der Wirkstoff Bevacizumab eingesetzt, der allerdings für diese Anwendung nicht zugelassen ist. Das ist Off-Label Use, steht hier in Klammern, aber ähnlich gut wirkt.
Eine Behandlung mit diesem Wirkstoff sollte erst nach einer besonders intensiven Aufklärung und schriftlichen Zustimmung des Patienten beginnen. Wichtig zu wissen: Man geht davon aus, dass sich die Sehschärfe weiter verschlechtert, wenn die Behandlung beendet wird. Das legt eine Dauerbehandlung nahe. Dafür ist die Verträglichkeit dieser Wirkstoffe aber noch nicht ausreichend untersucht. Ich lese das nochmal vor. Wichtig zu wissen: Man geht davon aus, dass sich die Sehschärfe weiter verschlechtert, wenn die Behandlung beendet wird. Das legt eine Dauerbehandlung nahe. Dafür ist die Verträglichkeit dieser Wirkstoffe aber noch nicht ausreichend untersucht. Ein erhöhter Blutdruck sollte vor der Behandlung mit diesen Medikamenten stabil eingestellt werden. Frauen im gebärfähigen Alter müssen während der Behandlung mit Alfiberzept und Ranibizumab und noch 3 Monate danach eine Schwangerschaft sicher verhüten. Nach Injektion der Mittel kann die Sehfähigkeit vorübergehend beeinträchtigt sein. Dann sollten Sie kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und keine Arbeiten ohne sicheren Halt verrichten. Mehr als 10 von 100 Personen sehen nach der Behandlung vorübergehend dunkle Punkte, die sich bei der Bewegung der Augen mitbewegen oder berichten über Schmerzen oder ein Fremdkörpergefühl im Auge. Bei 1 von 100 Behandelten können tiefe, dumpfe Schmerzen im Auge, eine starke Rötung, das Sehen von Wolken und verschwommenes Sehen als Zeichen für eine schwere Entzündung des Augapfels auftreten. In diesem Fall muss ein Augenarzt aufgesucht werden. Es gibt Hinweise, dass Alfiberzept und Ranibizumab das Risiko für einen Schlaganfall erhöhen könnten. Bei Sprach- und Sehstörungen, Taubheit oder Lähmungen während der Behandlung sollten Sie sofort einen Arzt rufen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Die Medikamente sind nicht zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen gedacht, für Schwangerschaft und Stillzeit. Alfiberzept soll sicherheitshalber und Ranibizumab darf während der Schwangerschaft nicht verabreicht werden. Alfiberzept soll sicherheitshalber und Ranibizumab soll während der Schwangerschaft nicht verabreicht werden. Bei Pegabtanib liegen ebenfalls noch keine ausreichenden Erkenntnisse vor, ob die Anwendung für das Ungeborene ungefährlich ist. Vorsichtshalber sollte während der Augenbehandlung nicht gestillt werden. Für ältere Menschen mit der Anwendung von Alfiberzept und Ranibizumab bei Menschen über 75 Jahre mit einem diabetischen Makulaödem gibt es nur begrenzte Erfahrungen. Der Abschnitt Erkrankungen der Makula im Kapitel Augen endet mit einem gelben Kasten, der heißt Avastin, eine preiswerte Alternative. Damit endet der Abschnitt, den lese ich heute als letztes vor.